Wir leben in einer tiefen Wirtschaftskrise. Das hat jetzt jeder aus dieser Perspektive, aus seiner Perspektive beschrieben. Und jetzt erleben wir mittendrin eine Flüchtlingskrise wieder in diesem Winter, Herr Marquardt. Was glauben Sie, wie die Deutschen da im Moment drauf reagieren? Übernehmen wir uns? Also ich glaube, dass wir bei der Situation ja momentan betrachten müssen, wer kommt da eigentlich? Wer ist dieses Jahr gekommen? Und das sind zu 80% Menschen aus der Ukraine, ja vor allem Frauen und Kinder. Und die haben natürlich jetzt auch in einem Land, wo es nicht besonders viele Kapazitäten für solche Katastrophenfälle gab und wo keine resilienten Strukturen da waren, dann erstmal auch Unterkunft brauchen müssen. Das war so, dass viele privat untergekommen sind. Das ist toll, wie viele Leute sich da engagiert haben, wie die Gesellschaft auch mit den Menschen aus der Ukraine zusammengehalten hat. Wir sehen jetzt aber, dass diejenigen, die sonst auch noch kommen, die kamen die letzten Jahre auch, dann eben wenig Platz finden und dass es auch in den Kommunen wirklich wenig Möglichkeiten gibt, dort die Menschen anständig unterzubringen. Wir wollen ja immer mehr für die Leute, die einfach sagen, Mensch, wir würden gerne, aber wir haben einfach keinen Platz mehr. Wir haben einfach keine Wohnungen mehr. Frau Schimke, Sie werden das kennen aus Ihrem Wahlkreis, aus den Nachbarwahlkreisen. Wie würden Sie die Stimmung dort im Moment beschreiben? Bei einer letztlich immer noch vorhandenen Willkommenskultur und aber gleichzeitig bei einem ganz starken Gefühl, Mensch, wir haben so große Probleme gerade also, vor der Tür. Die Stimmung wir schaffen das gerade nicht. Also wir erleben schon eine große Solidarität den Ukrainerinnen und Ukrainern gegenüber, ohne Frage. Aber die Leute nehmen natürlich auch zur Kenntnis, dass wir eine steigende Anzahl an illegaler Migration haben in Deutschland und dass wir vor allen Dingen eine Bundesregierung haben, die wirklich einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik vor sich hat und den hat, sich auch vorzunehmen und auch umzusetzen. 12.000 etwa illegale Migranten im Moment pro Monat, Herr Marquardt. Nehmen Sie das wahr? Ist das ganz offen ein Thema in der Bundesregierung oder ist das was man gerne unter den Tisch fallen lässt? Nein, also das nimmt man wahr und da muss man sich auch anschauen, aus welchen Ländern kommen die Menschen, die da kommen. Das sind ja vor allem auch Länder, in denen Krieg herrscht. Syrien, Afghanistan zum Beispiel sind die Hauptherkunftsländer momentan. Es gibt dann so einzelne Situationen, wo man jetzt auch, glaube ich, schnell diplomatischen Druck braucht. Beispielsweise ist es so, dass in Serbien relativ viele Menschen aus Indien nach Serbien kommen und dann über Österreich auch weiterreisen, dort Asylanträge stellen. Menschen aus Indien bekommen am Ende kein Asyl. Die haben auch das Recht, einen Asylantrag zu stellen, aber man muss dann schnell jetzt mal mit Indien und Serbien reden, warum das eigentlich so passiert. Das ist auch Teil einer, man kann sagen, russischen Strategie, dort bestimmte Menschen in die EU. Aber Sie brauchen doch künftig kein Asyl mehr, um dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland zu bekommen. Sie schon als Geduldeter können Sie mit geringeren Anforderungen ein bisschen Deutschsprachkenntnisse und ein bisschen Integrationsbereitschaft und schon können Sie in Deutschland bleiben. Das ist das, was die Ampel vorhat. Wir haben viel zu viele Illegale. Ich bin froh, dass Sie das Thema mal anschneiden, weil ich glaube, dass es in den Medien und in der Politik zu klein behandelt wird, das Thema Migration. Da wird in den Talkshows stundenlang über diesen Ausrutscher von Friedrich Merz geredet, Sozialtourismus, richtig oder falsch. Aber das Problem wird nicht besprochen. Ich kenne viele Bürgermeister und Landräte, die sind verzweifelt. Die Illegalen sind das Problem. Wer politisch verfolgt wird, kriegt bei uns Asyl. Das steht im Grundgesetz, da steht jeder zu. Aber unsere Nachbarn in Serbien, beinahe Nachbarn. Und in der Schweiz, die schicken uns die Leute rüber. Da müssen wir was gegen tun. Da muss die Regierung die Grenzen zumachen gegen Illegale. Sind Sie da auch Sie zu still? Ist Ihre Partei, ist Ihr Parteichef zu still geworden, nachdem er da so gebasht wurde wegen seines Sozialtourismus-Satzes? Übrigens also, in dieser Sendung. Also ganz ehrlicherweise, nein, wir sind überhaupt nicht still. Wenn Sie die letzte Bundestagsdebatte zu diesem neuen Gesetz, was da geplant ist, verfolgt haben, dann haben Sie sehr, sehr deutlich gesehen, wo unsere Haltung ist. Also wir haben das sehr, sehr deutlich gemacht. Wir haben genau gesagt, wie erfolgreich oder eben auch erfolglos die Integrationsbemühungen waren, wie hoch der Integrationswille ist, wie viele Menschen auch tatsächlich arbeitslos sind unter den hier lebenden Migranten und welche Schlüsse wir daraus ziehen. Meine Wahrnehmung ist, dass Friedrich Merz das in dieser Sendung gesagt hat, danach gebasht wurde und dann das Thema für die Union eigentlich erledigt. Aber Herr Weise, es steht doch in Deutschland überhaupt kein Interesse daran, diesem Problem mal nachzugehen und das mal zu untersuchen. Ich, ganz ehrlich, ich rede ja auch mit den Menschen in diesem Land. Sie hören alles. Sie hören alles. Sie haben große Bemühungen, Integration zu fördern, die Menschen zu helfen. Sie haben aber auch ganz andere Berichte. Sie hören und erleben alles. Und ich führe diese Diskussionen täglich. Aber wir können es nicht festmachen. Wir können es nicht an Zahlen festmachen, weil in diesem Lande kein Interesse daran besteht, Probleme auf den Grund zu gehen. Man will es nicht wissen. Und das ist der Vorwurf, den wir machen. Und an der Aussage von man kann über die Aussage von Friedrich Merz sicherlich streiten, ob sie richtig platziert war, ob sie richtig formuliert war. Aber wir müssen über diese
Dinge das reden. Problem das muss wichtig. Besprochen werden, ja, nicht natürlich. Die Aussage, nicht dieser eine Selbstverständlich. Spruch. Selbstverständlich. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir sind der sozialste Sozialstaat, den es weit und breit gibt auf dieser Welt. Würde richtig, ich jetzt mal ja. einfach so in den Raum werfen. Wir sind diejenigen, die die Regeln machen in diesem Land. Die Politiker machen die Regeln in diesem Land. Und wenn wir damit eine bestimmte Folgewirkung erzielen, bei allen Menschen auf dieser Welt, dann brauchen wir uns darüber nicht wundern. Also, wenn wir was geändert haben wollen, dann müssen wir die deutschen Gesetze ändern. Und dann wird sich nicht mal das Gesetz also zu ändern. Im Grundgesetz steht immerhin drin, wenn jemand aus einem sicheren Drittstaat kommt, dann brauchen wir den nicht aufzunehmen. Ja gut, das ist und rechtlich ja, etwas. Deswegen sage ich Serbien und Schweiz. Das, ja? Naja, Sie haben immer gesagt, Druck jetzt innerhalb der EU machen. Da glaubt mittlerweile keiner mehr dran, dass das wirklich funktionieren wird, weil wir seit 2015 nicht rangekommen sind. Bedeutet aber das, dass diese Diskussion und dieser Eindruck, dass wir uns dem Problem nicht stellen, dass das dazu führen wird, dass wir bald selber hier in Deutschland eine Frau Meloni wählen werden? Also wir haben ja die Situation erstens, dass wir sehen, die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, die fliehen nicht zu großen Teilen nach Deutschland, sondern die verteilen nach sich Polen, eigentlich ganz gut. Nach Frankreich verteilen sich die wenigsten. Genau, da könnte man auch mal dran arbeiten, auch Herr Macron mal dran arbeiten, wie er etwas solidarischer ist. Die Situation ist aber nicht, dass die Leute wegen der Sozialleistung aus der Ukraine jetzt nach Deutschland fliehen. Es gibt dafür einfach keine statistische Evidenz. Dann hat man die Situation... Das wäre ehrlich gesagt logisch, wenn man es täte. Dass das deutsche Recht eben nicht so... einfach ist, dass man im Grundgesetz mal einen Artikel liest, dann macht man die Grenze zu und sagt, du darfst hier nicht reinkommen, sondern man muss erst mal schauen im Dublin-System, welcher Staat ist eigentlich zuständig dafür, ist die Person dann, also welche Gründe hat sie dafür, dass sie an der Grenze ist, sie muss also ein erstmal rechtsstaatliches Verfahren durchlaufen. Selbst bei einer Einreiseverweigerung nach dem Schengener Grenzkodex braucht sie erstmal Papier. Man kann nicht einfach sagen, die Grenzen sind jetzt zu, bis bald, tschüss. Da finde ich, machen wir uns das so einfach, weil es hat bestimmte Gründe und das müssen ist alles komplex. Müssen wir die Zahlen begrenzen, müssen wir den Deutschen jetzt sagen, wir begrenzen diese Zahlen, so wie wir es auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise mit der Obergrenze gemacht haben? Also es gab ja nie eine Obergrenze, aber wir haben ja durch auch die Politik... 100.000 waren die Jahr, Obergrenze. 200.000. Müssen wir es begrenzen oder nicht? 200.000 war 2017 die Obergrenze. Wir haben keine irreguläre Migration. Ja. Müssen wir begrenzen oder nicht? Ganz kurzes Schlusswort. Wir kommen ans Ende dieser Sendung. Müssen wir begrenzen oder nicht? Wir müssen das gut organisieren. Also nicht begrenzen. Die Grünen wollen nicht begrenzen. Man kann das Asylrecht nicht begrenzen.